pas question d'expressionnisme. Deutschlands zurzeit wohl interessantester Maler. The worst painter I can think of. Mein Land ist Deutschland. Mein Ursprung ist Deutschland. Und als Maler bin ich sozusagen zwei Deutsche. Die Tradition der deutschen Malerei ist die Tradition der hässlichen Bilder. Von Dürer über Caspar David zu Nolde. Wenn Sie nicht in der Lage sind, das Schönzeichnen wie das Schönschreiben zu machen, wenn Sie nur mit Handicaps und Unvermögen und Chaos arbeiten, ja, was bleibt dann übrig? Das muss ja hässlich sein. Eine ausgesprochen kontroversielle Kunst. Der bisherige Werkverlauf wird getragen von vorbildlicher menschlicher und künstlerischer Integrität. Und wenn ich mir die anderen anschaue, und wenn man sie sich wirklich anschaut, dann finde ich das dort auch überall. Also nicht nur bei mir, sondern bei den anderen ebenso. Und ich fühle mich da eigentlich in ganz guter Gesellschaft. Ich glaube, dass das so stimmt. Das ist ein Prinzip, was wohl in uns wohnt. Und andere bemerken das sehr deutlich. Und das ist das auch, was andere so entsetzlich abstößt. Uns so abstoßend macht. Ich finde, dass die deutschen Maler, und das gilt nicht erst seit jetzt, sondern schon immer, ihre Väter besser tot gemacht haben, als zum Beispiel die französischen. Ich finde, dass der beste Malermord, der in Frankreich passiert ist, in Balzacs Geschichte vom unbekannten Meisterwerk vorkommt. Aber das ist nur eine Geschichte. Und da fehlt das Beispiel. Und ich muss sagen, dass ich das gut finde so, weil ich bin dann schneller als die anderen. Ich habe die Leiche schneller in der Erde und ich bin auch skrupelloser damit. Und das ist wohl ein Vorteil. Wenn Sie das so feststellen und sagen, meine Bilder sind harmonisch, kann ich nur sagen, bravo. Aber die Absicht oder der Weg dahin, der ist anders. Die Anlage ist anders. Sie können nicht davon ausgehen und können wohlgeformte Töne aneinandersetzen. Denn dann müssten Sie Töne aneinandersetzen, die Sie schon kennen, über die Sie verfügen. Und dann sind Sie wieder in dieser Interpretenrolle. Und Maler sind keine Interpreten. Das können Pianisten sein. Aber Maler ganz sicher nicht. Ein Künstler erklärt sich. Beruf Maler. Mit gelegentlichen Ausflügen in die Bildhauerei. Leidenschaft Kunstsammeln. Lehrtätigkeit Akademie Berlin, früher Karlsruhe. Preise 180.000 für ein neues Bild. Privates. Geboren 1938 als Georg Kern im sächsischen Deutsch-Baselitz, lebt und malt Baselitz, grundsätzlich zurückgezogen. Seit 1975 in Schloss Derneburg bei Hildesheim. Verheiratet seit 1962, zwei Söhne. Der alltägliche Komfort einer abgeschotteten Existenz ermöglicht innere Disziplin. Disziplin für den Kampf gegen die Kunstgeschichte. Zeitgeist interessiert den Maler nicht. Baselitz liebt und bekämpft, was vor ihm war. Er malt an gegen die Harmonie des Vergangenen. Die Harmonie als Verzweiflung taucht hier auf. Ich arbeite ausschließlich mit Disharmonie. Wenn ich einen roten Punkt mache links, mache ich den roten Punkt rechts nicht, sondern im grünen. Und wenn ich oben links ein Dreieck male, male ich garantiert rechts unten keins.
Also ich ordne eigentlich alles das, was ich tue, nach dem Prinzip der Disharmonie. Nach dem der Unausgewogenheit, nach dem der Zerstörung. Und das Unglück, wirklich das große Unglück, die Harmonie stellt sich ein, immer wieder so. Und diese Harmonie bleibt ein Kriterium, ein ästhetisches Kriterium. Aber ausgehe ich eben von der Disharmonie, von dem Hässlichen, von der großen Nase, von dem triefenden Auge, von dem Stoppelhaar, von drei Beinen, von zu großen Füßen und so weiter. Die Mitte Europas ist, wo die Mythen Wurzeln treiben. Das Licht ist knapp und flach. Im Dunkeln wuchern die Märchen. Jedes Detail wirft den Schatten eines Riesen. Der kulturelle Wind der Kindheit weht gezwungenermaßen aus Osten. Im deutschen Wiederaufbau ist für Kunst kein Platz. Vorkriegsmalerväter verschwinden in der Versenkung. Die Jungen malen im Dienst der Sache. Baselitz sucht die Natur der Sache. Die Psychologie des Fußes ist ein Witz. Im Zentrum steht die Suche. Wie kann ich Maler werden? Rüstzeug des Künstlers ist die Geschichte. Reinkarnation ist Unsinn. Ebenso ein Rüstzeug sind die grünen und roten Punkte der Girlande in der Priscilla-Gruft, die Renoir ausgemalt hat. Ich habe daneben gestanden und am Tanzschritt gearbeitet. Viele Maler waren in dieser Höhle. Die Frau mit dem Tambourin war noch nicht da. Die Toten brauchen die besten Bilder. Das ist die Kunstgeschichte. Man kann auch sagen, in der Finsternis sind die besten Bilder. Ich sage hier alles positiv. Schlechtes bleibt beiseite. Da, wo ich herkomme, das Dorf heißt Deutsch-Baselitz. In der Nazizeit hieß es Groß-Baselitz. Und das Nachbardorf heißt Wendisch-Baselitz. Und das ist 3 Kilometer weg durch den Wald. Und dort wohnen die Wenden oder die Sorben. Das waren mal sehr große Leute, früher. Eine Frühgeschichte. Und jetzt sind es nur noch wenige Tausend. Und die leben in einer Enklave. Weggegangen von Ostberlin bin ich, glaube ich, im Herbst 1956. Nicht freiwillig, sondern ich habe studiert in Ostberlin, Weißensee, in der Kunstakademie. Ein Jahr. Und nach dem Jahr hat man mich ausgeworfen mit der Begründung, schöner Satz, gesellschaftspolitische Unreife. Das ist ein Standardsatz, den die für solche Sachen haben, für solche Fälle. Ich habe mit der Auflage zurückkommen zu dürfen, wenn ich mich bewährt habe in der Schwarzen Pumpe, das ist ein Kombinat, ein Kohlekombinat, was damals gegründet wurde. Und dort soll ich in der Produktion arbeiten, ein Jahr, und dann mich neu bewerben. Und das wollte ich nun überhaupt nicht, sondern ich wollte Bilder malen. Ich hatte das gerade angefangen in der DDR. Und bin danach, es gab damals das Lebensmittelkartensystem und das Wohnrecht, was man entzogen bekam in Ost-Berlin. Also ich musste weggehen. Ich bin dann in West-Berlin gegangen, an die Akademie. Ich habe in Berlin gewohnt, in West-Berlin, in einer Etagenwohnung. Und dort habe ich meine Bilder gemalt. Auf die Straße bin ich so gut wie nie gegangen. Die Galerien, die Kunstgalerien waren und Bilder ausstellten, stellten taschistische Bilder aus. Also die gut gemeinten Gegenstandslosen. Und mein Problem war ein anderes, eben dieser Anachronismus. Weil die Zeit nicht war. Das war die Zeit der Avantgarde. Aber das war nicht die Zeit meiner Avantgarde, es war nicht die Zeit meiner Bilder, sondern die Avantgarde fand in Paris statt. Ich war in Paris, ich habe die Avantgarde-Maler in Paris gesehen, die dieses Etikett trugen. Und deshalb kam der Vorwurf, das, was ich täte, sei Anachronismus. Die Unzufriedenheit gegenüber der Zeit führt zur Bewunderung für die Zerstörer.
Die wahren Modernen sind die Anarchisten der Sprache. L'Outréamont, Artaud, Ben. Zerschlagen, verzerren, entstellen. Die Wut formuliert expressionistisch. 1961 und 62 entstehen die beiden pandemonischen Manifeste. Anschließend wird nach Programm gemalt. Die Meinung war, und das war ja so eine wunderschöne Sache in den 50er und 60er Jahren, dass alle sagten, alle Türen sind offen. Es gibt kein Problem. Wir sind frei. Wir leben in einer freien Gesellschaft. Man muss nichts einreißen. Es gibt keine Tabus und so weiter. Und dann dieses lächerliche Bild. Was ist lächerlich an einem Bild? Das Motiv oder der sich ungefragt identifizierende Betrachter? Stumpfe Farben. Ein kaputter Gnom mit zerfressenem Gesicht. Ein überdimensioniertes Geschlecht. 1963 gehen in Die große Nacht im Eimer Provokation und Zufall Hand in Hand. Ein Kriegskind malt sich die Wut vom Leib. Deutschland fühlt sich verunglimpft. Der Staatsanwalt greift ein. Verbotenes macht neugierig. Der Maler gewinnt Publikum, aber keinen Freund. In der jungen Bundesrepublik hat Kultur gesellschaftskonform zu bleiben. Die studentische Revolte der Zukunft drückt noch die Schulbank. Der Anachronist Baselitz ist seinerzeit erstmals weit voraus. Es gab einfach einen Prozess wegen Schweinerei, wegen Verbreitung unzüchtiger Bilder. Die Malerei war nicht gemeint. Das entzog sich im Kunstbetrieb. Und die Taschisten oder die Interpreten des Taschismus, Theoretiker des Taschismus, die meinten, das sei Pornografie. Die haben das überhaupt nicht verstanden. Dieser ist ein Rüstzeug. Hier nun die einzelnen Punkte aufgezählt. Alle Maler leben, die Leidenschaft kann sein, die Hygiene, die Farbe, zum Beispiel Rot, alle Dinge auf den Bildern, zum Beispiel gar nichts drauf, die Linie, diese kann aus dem Hintergrund, vom Grunde der Leinwand, oder selbst durch die Leinwand durch ins Auge schießen. Das Ornament, gebrochen, gedreht, gewunden, auch stürzend, kann auch als Schlange oder Strick sein. Der Punkt, als Fleck, als Haufen, wie ein Fladen, liegt auch manchmal über die Leinwandfläche. Die großen Freunde von 1966 sind malerisches Gesellenstück und Manifest. Vision für eine Nachwelt. Zwei Maler allein auf weit verbrannter Flur. Maler vielleicht, aber auch Hirten, Rebellen, Partisanen, Versperrte. Der kreierte neue Typ scheint vorwärtsstürmend zu verharren. Ein schicksalsgeschlagener Kämpfer. Baselitz projiziert sich in den universalen Außenseiter. Der Einsame die Zukunft der Kunst blickt und selbst schon ein Stück reiner Malerei ist. Denn seine Körperhaltung ist die einer Statue, also künstlerisches Klischee. Die Geste ist symbolisch. Die Zeichnung bleibt auf einen in Farbflächen versinkenden Umriss beschränkt. Weder gibt es Psychologie, noch Anekdote, noch Heimat in einem der Ismen der Kunstgeschichte. Jedes Bild ist auf sich gestellt.
Ich finde, dass ein Bild ein sensibles Ding ist. Und diese Sensibilität durch Benutzung, eben auch Benutzung in einem Museum, gefährdet ist, weil man nicht immer unbedingt voraussetzen kann, dass gute Absicht im Spiel ist, sondern auch oft Böswilligkeit und Konkurrenzen hergestellt werden, wenn das Bild aus dem Atelier verschwindet, zu anderen Malern, zu anderen Bildern. Und diese Schwierigkeiten, die entstehen, bringen das Bild in eine gewisse Gefahr. Man kann sagen, dass ein Bild der Organisation des Malers entsprechen muss. Oder dass es dieser Organisation entspricht. Und das heißt, dass alle Kriterien und alle Mittel, die ein Maler für ein Bild verwendet, von dem Maler entschieden werden, von niemandem sonst. Also ich habe zu entscheiden, ob ich mit Konturen male, ob ich ohne male, ob ich schwarz-weiß male. Ich wähle das Format. Ich entscheide die Richtung, ich entscheide das Motiv. Ich habe mich zum Beispiel entschieden, 1969 auf erzählerische oder inhaltliche Dinge in einem Bild zu verzichten und nur noch das zu malen, was man in der Malerei üblicherweise verwendet. Also Landschaften, Akte, Porträts und so weiter. Das ist eine Entscheidung und gibt eine ganz bestimmte Richtung an. Und das engt auch ein. ...1969-70 steht das Kunstbarometer auf Schönwetter aus Amerika. Pop-Art und Trivialkultur beherrschen den Markt. Baselitz verkauft kein Stück. Händler Franz Dahlem fordert ihn auf, anlässlich des Kölner Kunstmarktes seine Freunde zu porträtieren. Den Maler Penck, Galerist Michael Werner, Dahlem selbst und so fort. Baselitz malt erstmalig fast realistisch und entledigt sich der Freunde durch Umkippen. Getreu seiner Philosophie der Zerstörung des Gegenstands und als selbstbewusster Provokateur. Es gibt also Leute, Maler, ernsthafte Maler, die sich gestritten haben um Gegenständlichkeit oder ungegenständlich und die das mit in einer Art Fortschrittsethik jeweils verteidigt haben. Und ich finde dort schon einen entscheidenden Fehler, weil das Problem ganz woanders liegt. Das Problem ist nicht der Gegenstand auf dem Bild, sondern das Problem ist das Bild als Gegenstand. Und diese Frage, womit da hantiert wird, ob mit Stuhl oder Würfel oder Porträt, die stellt sich nicht. Ich habe die gelöst, wenn Sie so wollen, wenn Sie das als Lösung empfinden, indem ich 69 meine Gegenstände, meine Motive umgekehrt male. Also ohne die Bedeutung, die ein Gegenstand haben kann, darstelle. Wenn man sie umdreht, verlieren sie diese Bedeutung. Und wenn sie so vermuten oder wenn sie so denken, dass diese Befreiung vom Gegenstand eine Wichtigkeit hätte, dann müssten sie oder dann sagen sie dasselbe, was der Schulmeister sagt, indem er den Gegenstand zum Beispiel zum Wort in der Sprache macht. Und dann gibt es die Disziplin Schönschreiben und Schönzeichnen. Und je besser man den Gegenstand zeichnet, umso näher ist man an der Wahrheit. Und dann gibt es eben diese Tradition des Naturstudiums. Und die fängt bei uns etwa, sagen wir, mit Raphael an und die ist verbessert, je nach Fähigkeit, je nach Talent und hat aber in den seltensten Fällen wirklich zu neuen Ergebnissen geführt. Kein Maler geht auf Motivsuche, das wäre paradox. Denn das Motiv ist im Kopf des Malers. Eben der Mechanismus, der denkt. Überall, auf jedem Bild, sind die Büffel und Brötchen als Ausdruck des Motivs. Die Instinkte sagen uns, was wir damit anzufangen haben.
Unsere Sehnsucht braucht Bilder. Sie können mit Gegenständlichkeit arbeiten. Sie können also Geschichten erzählen. Die können Sie wie Mickey Mouse erzählen. Die können Sie in abstrakterer Weise erzählen. Meine Sache ist es nicht. Ich habe einen anderen Anhaltspunkt gefunden. Ich denke, dass man die Wirklichkeit, also diese Wirklichkeit in Anführungsstrichen, der Gegenstand zum Beispiel, dass man den nicht so verzerren kann oder von so neuer Warte aus sehen kann, dass er irgendwie brauchbar würde, wieder brauchbar oder neu brauchbar für die Malerei würde. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht so. Ich glaube, dass die Veränderung, die Bilder durchgemacht haben, dass die nur zu tun haben mit dem Willen, neue Bilder zu malen. Und für diese neuen Bilder ist es sehr oft nötig, dass die alten kaputt gemacht werden. Und da kann die Gesellschaft oder der Gegenstand drumherum durchaus in Ordnung sein. Trotzdem wird also mit Willkür eingegriffen in der Malerei und es werden Sachen zerstört in einem bürgerlichen Leben, in einer bürgerlichen Gesellschaft. Wir leben in Zeiten der Sättigung. Heute wohlhabend und gesellschaftlich anerkannt, darf sich der Künstler dennoch Versöhnlichkeit nicht leisten. Baselitz pflegt die Ästhetik der Brüche. Kaum beherrscht er sein Alphabet, so zerschlägt, vergewaltigt, erweitert er es. Die Revolte findet grundsätzlich nur auf der Leinwand statt. Ich glaube, dass alle Bilder, die wir kennen, Erfindungen von Malern sind und dass die sogenannte Wirklichkeit, die in diesen Bildern auftaucht, nur vorhanden ist, weil sie auf Bildern auftaucht. Dass also geschichtlich in der Malerei, geschichtlich-gesellschaftlich in der Malerei nichts passiert, was lesbar wäre für uns außerhalb der Malerei. Und wenn Sie das Gegenstand erweitern, dann können Sie auch gleich sagen, gesellschaftliche Wirklichkeit, politische Wirklichkeit. Und dann müssten Sie als Maler eine Art Illustrator sein. Und zudem müssten Sie ein Interpret sein. Denn Sie müssten interpretieren können, das, was in der Malerei bisher an Formeln, an Vokabular erreicht wurde. Und mit diesem Vokabular müssten Sie eben illustrieren das jeweils neue Ereignis. Und ja, dann werden wir sicher noch in der Höhle. Orangenesser 1981-82. Zunehmend durch eine gewisse Lehre, einen Kunstmarkt vielleicht, ist DDR-Malerei hier aufgetaucht. Und die Bilder, die da hergestellt werden, sind mir nicht unverständlich, sind mir vollständig bekannt, schon bevor sie gemalt werden. Also, dass ich sage,
Das ist in der DDR gar keine Maler gibt. Dass es sehr viele ängstliche Leute dort gibt. Ich meine Maler, die aufgrund ihres Geschichtsstudiums davon ausgehen, dass eine Gesellschaftsform sich verändert in eine bessere. Und in dieser besseren leben die dort, sagen die. Und da braucht es keine Bilder, denn Bilder entstehen ja so, wie ich vorhin gesagt habe. Und man kann die Bilder, so wie die das tun, einfach nicht nachliefern, um diese bessere Form des Zusammenlebens, diese bessere Gesellschaftsform zu demonstrieren. Und deshalb finde ich das einen ganz absurden und ganz albernen und ganz spießigen Vorgang, diese grässlichen, verquasten Sachen, die die produzieren, hierher zu holen und zur Diskussion zu stellen. Weil ich ganz sicher denke, dass wir das alles schon mal hatten. Es ist nur nicht sichtbar. Es ist ein Magazin. Wir hatten eine Malerei im Dritten Reich, die ich von Abbildungen kenne. Ich habe sie auch kaum gesehen, bis auf diese wenigen Ausstellungen. Und dort gibt es einfach dasselbe Phänomen. Diese Bilder sind bequem. Man kann lesen, was gemeint ist. Jeder kann es lesen. Jeder kann also genau verfolgen, wer der Böse ist und der Schlechte und worum es geht. Und ich kann nur denken, dass der Grund dafür ist, einfach die Unbekanntheit, also das Verschwinden, das Magazinieren von über 20 Jahren Kunst, in Anführungsstrichen, was den Leuten ermöglicht, ohne jemanden umzubringen, nochmal dasselbe zu tun. Für Baselitz gibt es keine Malerei im Dienst der Sache. Das Bild zählt nur als Bild und nährt sich aus der Geschichte der Bilder. Diese Geschichte ist international und keineswegs nur teutonischer Expressionismus, wie oft fälschlich behauptet. Die Diptychon-ähnliche Pastorale von 1986 nährt sich gar aus der eigenen Geschichte. Darstellerisches Prinzip jedes Motivs ist die Entstellung. Und eine düstere Lichtgebung lässt an die ersten Frühwerke der 60er Jahre denken. Doch gibt es auch kleine Inseln reiner Farbe, die Ordnung ins Chaos bringen. Eine Harmonie stellt sich immer wieder ein, irgendwie. Eine Harmonie des neuen Bildes. Das neue Bild ist mein Bild. Und das neue Bild muss etwas, also mein Bild muss etwas enthalten, was meine Bilder und andere Bilder bis dahin nicht enthalten haben. Also es muss etwas sein, was bisher nicht gesehen wurde. Man kann sagen, es muss ein Ornament sein, zum Beispiel, was nicht gesehen wurde, was noch nie verfolgt wurde, was nicht zu lösen ist. Das Auge muss einer Idee folgen, die bisher noch nicht verfolgt worden ist. Und das kann oder das bedeutet meist Chaos. Das kann auch entspringen aus Unvermögen. Das kann auch entstehen durch ein Handicap. Zum Beispiel das Handicap, dass man kein Talent hat. Und wenn man sich nicht verlässt auf das, was wir vorhin gesagt haben, dass man also übernimmt die Vokabel, dass man sie schöner zeichnet, dass man dem Schönzeichnen folgt oder dass man das Schönzeichnen erwirbt, dass man Naturstudien treibt, dass man versucht, hinter die Dinge zu kommen, die geliefert werden außen. Wenn man das alles nicht akzeptiert, dann bleibt eigentlich nur noch das, was ich gesagt habe, dass man mit Handicaps, mit Chaos, mit Tabubrechen, mit Radikalität vorgeht. Und das ist auch legitim, das haben andere auch getan.
Skulptur ist interessant. Es gab einen Anlass, das war die Biennale in Venedig, da habe ich meine erste gemacht. In dem Pavillon, im deutschen Pavillon, wo bis dahin die letzten drei Mal vor mir Skulpturen ausgestellt waren. Und das war der Anlass für mich, die erste zu machen. Die Überlegungen, die ich vorher angestellt habe, wie so eine Skulptur von mir auszusehen hat, die haben sich in ähnlichen Bereichen bewegt wie beim Bildermalen. Also sehr abstrakte Voraussetzungen, konkav, konvex, Oberfläche. Und die Versuche misslangen alle total. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass, ich sage das mal so, die Tradition in der Skulptur eine sehr kurze ist. Dass sie alles, was sie aus Skulptur machen, was sie auch tun, immer ein Ding ist. Also ein Ding wie ein Gespenst. Sie können dem nicht entgehen, sie können da nicht weglaufen. Das heißt, weniger lesbar, weniger verschlüsselt als Bilder, viel direkter, viel intensiver, vielleicht auch viel dümmer. Die Überlegung, weswegen meine Skulptur nun so aussieht, wie sie aussieht, die sind nachher angestellt worden von mir, als ich sie gemacht habe, eigentlich weniger, sondern ich hatte immer mehr den Eindruck, das, was ich tue, sieht so aus wie Graben. Ich grabe in der Erde und finde etwas. Jetzt dürfen Sie nicht denken, dass das also leichtfüßig passiert, sondern das ist schon Arbeit. Und auch diese Arbeit müssen Sie disziplinieren, Sie müssen die einteilen, Sie müssen mit allen diesen Dingen wie beim Bildermalen arbeiten, also vorwiegend die Aggression, in dem Fall das Beil oder die Säge. Aber der Effekt, wenn das Ding dann da ist, dass ich das Gefühl habe, ich habe es ausgegraben, der bleibt. Das ist sehr merkwürdig, weil ich davon unabhängig Skulpturen sammle, kurz gesagt völkerkundliche Skulpturen, Skulpturen der Afrikaner, und bei denen dasselbe Phänomen auftaucht. Die nämlich machen Skulpturen, die Dinger sind, aber keine Menschen, auch keine verkleinerten Menschen. Historismus lebt. Das ist der Blick zurück, weil der nach vorne verschlossen ist. Ich hatte mich sehr lange auseinanderzusetzen mit dem Vorwurf, Anachronist zu sein. Etwas zu machen, was
gemacht worden ist, was sich erledigt hat, hinfällig geworden ist. Und ich konnte darauf nicht hören, weil es meine Sache war, genau das zu machen. Und vielleicht ist, dass ich keine Rücksicht darauf nehmen kann, ein Ausdruck von so unmöglichen Bildern wie zum Beispiel die Heldenbilder oder die große Nacht im Weimar oder die großen Freunde oder das Geschlecht mit Klößen. Denn das sind ja Bilder, die zwar gut sind, aber wenn man nach der Geburtsstunde fragt, alles sehr zweifelhaft, würde ich sagen. Immer hat man gesagt, das, was ich täte, wäre La Polar. Und ich finde das richtig so gesagt, weil ich, wie vorhin gemeint, in irgendwelchen Zusammenhängen, in irgendwelchen gesellschaftlichen Situationen mich nicht befinde. Ich bin ein Bürger, ich habe eine Frau, zwei Kinder. Ich führe ein braves Leben. Aber wenn ich Bilder male, bin ich eigentlich außerhalb der Gesellschaft. Ich habe vorhin von Mördern gesprochen, sowas bin ich auch. Und ich würde nie so verstiegen sein, zu sagen, mit dem, was ich tue, will ich etwas, ich will etwas korrigieren, ich will etwas verändern, ich will Hinweise geben, ich will moralisch tätig sein. Die Gegebenheiten sind nicht so. Ich kenne Mathieu, ich kenne Dalí, ich kenne Beuys. Ich finde das sehr schön, sehr unterhaltend. Ich selber kann weder Klavier spielen noch Volkstanz, das ist vergessen. Ich habe einen goldenen Ring bekommen und hätte auch, wie Detlef meint, Anspruch vielleicht auf dieses Plätzchen im Olymp. Aber mein Problem ist, die Scheiße, die ich gemacht habe und vielleicht dann erst am Morgen sehe, zu korrigieren, und ich muss damit fertig werden. Und so wird es sein. Thank you.